Wenn es in einer Branche zu kriseln beginnt, gibt es auf der einen Seite Unternehmen, die sofort überall den Rotstift ansetzen und sparen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch immer wieder Unternehmen, die voll durchstarten. Wie das funktionieren kann und wie du das für dich nutzen kannst, das erfährst du jetzt in dem Video von Roberto Sachse. Und wenn dir unsere Videos gefallen, dann abonniere doch den Kanal und klick auch die Glocke, dann bist du immer voll informiert. Wie kann ich mich langfristig motivieren? Und Krise ist etwas Natürliches und was passiert mit motivierten Menschen in der Krise? Ich habe einen Freund und auch einen Kunde und der macht etwas ganz genial. Der hat nicht Außendienstmitarbeiter. Dem ist es gelungen, dass jeder seiner Verkäufer in seinem Gebiet sich wirklich dafür verantwortlich fühlt, dass das Gebiet wächst, dass die Kunden erfolgreich sind, dass die Kunden in dem Sinn, dass denen die Dinge mehr gelingen. Und für das macht er viel Schulungen an Persönlichkeit, für das macht er viel Schulungen im Verkauf, dort macht er viel Schulungen im Fachwissen. Und somit ist der einzelne Mitarbeiter total stark. Ich hatte mit einem Mitbewerber zu tun und die Firma, die hat dort ein bisschen ein anderes Denken. Die merken, okay, wenn es ein bisschen mehr kriselt, dann müssen wir Kosten sparen. Und die haben dann gewisse Menge Leute, haben die dann entlassen. Und er ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, ja, Umberto, ich finde das ungerecht, ich habe meinen Job verloren. Und dann habe ich mir die mal ein paar Fragen gestellt, habe mal die Frage gestellt, okay, wie warst du von der Leistung? Ja, ich war gut. Aber wo warst du? Ja, ich war schon so mit den Leuten dabei. Ja, warst du viel besser? Vielleicht ein bisschen, merkst du? Dann wird's gefährlich. Weil das ist gefährlich, nicht viel besser zu sein. Aha. Ja. Und ich habe dann nachher mit jemandem geredet aus dieser Firma. Da habe ich gesagt, wie sieht's bei euch aus? Er sagt, ja. Wir stellen immer noch Leute ein. Ja. Und warum gelingt euch das? Ganz einfach. Weil wir sind in unserem Gebiet da, um das Gebiet auszubauen. Weißt du, es macht mir richtig Spaß, wenn ich sehe, dass ich meine Kunden dank meinen Ideen, meinen Beratungen, meinen Lösungen mehr profitieren. Und ich merke einfach diese innere Flamme, diese innere Freude. Und das ist das, wenn du eine Firma hast, wo so wichtig ist, dass es dir gelingt. Weil wenn man hingeht, gerade wenn es ein bisschen mehr kriselt, um Kosten zu sparen, beginnt die Mitarbeiter rauszuschießen. Dann wird es ja schlimmer, weil die Leute kriegen noch Angst, die Stimmung wird schlechter und die Energie wird nach innen gelenkt. Die Energie muss nicht innen sein in der Firma, die muss draußen sein bei den Kunden. Ja. Wie kriege ich neue Kunden? Wie bringe ich die Kunden dazu, dass sie die Hürde überwinden? Weil die Kunden haben ja auch Angst vor einer Entscheidung. Die zögern ja auch. Und jetzt muss man ihnen helfen. Ja, jetzt lohnt es sich. Jetzt lohnt es sich zu investieren. Lieber Kunde, meine Oma hat schon gesagt, der Baum lässt im Herbst die Blätter fallen, dann holt er im Winter die Kraft, damit er im Frühjahr richtig ausstoßen kann. Jetzt kriegt man gute Mitarbeiter, ja. Man kriegt nie so gute Mitarbeiter wie jetzt. Jetzt kann man die Kraft holen. Ja. Und da gibt es etwas. Schauen Sie, wenn Sie es so und so machen, verdienen Sie mehr Geld. Wenn es so geht und Sie mehr Geld verdienen, macht es dann Sinn. Merkst du die Inspiration? Und darum ist der erste Schritt, dass du diese Inspiration gewinnst. Dass du beginnst, ganz klar Gründe zu finden, warum sich jetzt lohnt. Und dass es nicht darum geht, etwas zu verkaufen. Es geht darum, zu schauen, dass deinen Kunden mehr gelingt, dass sie mehr erreichen, dass sie weniger Probleme haben, dass ihnen mehr gelingt, dass einfach das Gute mehr wird. In dem Sinn, mach Gutes.